92 Hektar Wiesen gehören zum Hof. Besser geht's nicht für einen Milchviehbetrieb. Im Stall von Karl Fischer in Waltenhofen im Oberallgäu stehen 90 Braunviehkühe. Doch 2016 hatte er das gleiche Problem wie alle anderen Milchbauern. Der Preis. Auf 24 Cent pro Liter war er gesunken. Es war die Alternative, entweder auf biologische Bewirtschaftung umzusteigen oder eventuell auf Heumilch umzusteigen. Und für uns war Heumilch die bessere Alternative. Warum? Weil unser Stall von der Größenordnung her etwas zu klein ist. Und als Biolandwirt muss man gewissen Stallkomfort bieten seinen Kühen. Das können wir momentan nicht so. Und wir waren natürlich auch immer schon begeistert an der Heumilchproduktion und haben uns damit schon Jahre vorher befasst. Es hat sich allerdings erst jetzt der Weg dazu angeboten. 2016 haben die Fischers eine neue große Bergehalle mit leistungsstarker Trocknungsanlage gebaut für eine 750.000 Euro. Vater Karl und Sohn David machen hier statt Silage aus dem Gras ihrer Wiesen schonend Heu. Viel Heu von rund 90 Hektar Grünland. Und dieses Heu soll eine besonders gute Qualität haben. Nicht zu früh und nicht zu spät ist das Gras geschnitten und nach dem Schnitt, je nach Jahreszeit, draußen auf der Wiese zwischen 2- und 4-mal gewendet worden. Das macht zwar Arbeit, aber die natürliche Trocknung durch die Sonne ist schließlich kostenlos. Entscheidend aber ist, schmeckt's den Kühen? Das Besondere daran ist, man sieht's hier, es sind sehr viele Blätter, sehr viel Klee drin. Das ist das natürlichste Kraftfutter für die Kuh. Es gibt natürlich Kühe, die haben die Silage schon auch gern gefressen. Aber man merkt jetzt schon, seit es wirklich schönes, qualitativ hochwertiges Dürrfutter gibt, die Kühe kommen gern zum Fressen, sie freuen sich richtig. Man sieht es ihnen förmlich an, dass es ihnen schmeckt. Im Winter fressen die Kühe rund 15 Kilo Heu am Tag. Im Sommer sind sie auf der Weide. Dazu gibt's am Futterautomaten Weizen, Mais, Raps und Mineralien. Und die Milchleistung? Der Stalldurchschnitt liegt bei knapp 9.000 Litern pro Jahr. Aber die Trocknungskosten für das Heu sind hoch. Also brauchten die Fischers einen besseren Milchpreis und eine andere Molkerei. Keine 20 Kilometer entfernt in Missen-Wilhams wurden sie fündig. Zwei junge Leute haben dort die kleine Allgäuer Hofmilchmolkerei gebaut. Dorthin liefern die Fischers jetzt seit ein paar Jahren ihre Heumilch, abgesichert mit einem 5-Jahres-Vertrag. Die Milchkrise von 2016 längst vergessen. Gerade in der Zeit der Krise besteht die Chance eines Neuanfangs. Und gerade mit dem Thema Heumilch aus dem Allgäu sehen wir einfach eine Marktlücke, die bisher so im Bereich der konventionellen Heumilch, die gentechnikfrei ist, noch nicht geschlossen ist. Und daher waren wir davon überzeugt, dass das Konzept funktionieren kann. Und darum haben wir den Mut einfach ergriffen und haben gesagt, wir machen's. Rund 80 Landwirte, konventionell und bio, liefern mittlerweile gut 135.000 Liter Heumilch pro Tag. Die wird auch zu Joghurt, Käse und Butter verarbeitet. Doch wie werden die Produkte vermarktet? Rewe ist eingestiegen und zahlt der Molkerei rund 1 Euro pro Liter. Im Ladenregal kostet die konventionelle Milch für den Endverbraucher dann 1,35. Akzeptieren das die Kunden? Milch abliefern und Allgäu draufschreiben reicht nicht. Der Landwirt muss sich mit dazustellen, auf Messen, auf Warenbörsen und muss dem Verbraucher und auch dem Handel erklären, dass seine Milch dort, sein Rohstoff drin ist. Im Gegenzug bekommen die Bauern für 5 Jahre einen Garantiepreis von mindestens 40 Cent pro Liter für konventionelle Heumilch, für Bio 53 Cent. Dafür nehmen die Landwirte die Mehrarbeit in Kauf. Der Landwirt hat für Öffentlichkeitsarbeit selber keine Zeit. Der muss schauen, dass er seinen Bauernhof umtreiben kann. Und wir müssen uns die Zeit nehmen und wir nehmen uns die Zeit gerne. Das heißt, wir haben jetzt in dieser Form, wie wir jetzt Heumilch produzieren, noch mehr Arbeit. Wir machen es aber gerne, weil es uns die Zukunft sichert. Amortisiert haben sich die Investitionen der Fischers voraussichtlich in 30 Jahren, wenn der Milchpreis bei 40 Cent bleibt. Wenn die Kühe im Jahr mehr als 120 Tage auf die Weide dürfen, gibt es übrigens noch 2 Cent mehr. Wir freuen uns über ein Abo unseres Channels, aber vor allem schaut in die BR Mediathek. Da bekommt ihr noch mehr Videos und noch mehr Sendungen von Unser Land und vieles mehr.